Bibi und Tina, Folge 98. Ein Fall für Dr. Eichhorn. Eine Gruppe neuer Ferienkinder kommt auf den Martinshof. Bibi und Tina freuen sich schon auf deren Betreuung. Doch als sie am Morgen mit ihnen ausreiten wollen, sind die Ponys Max und Moritz sowie Amadeus krank. Nach deren Untersuchung hat Dr. Eichhorn den Verdacht, es könnte die Druse sein, eine schwere Pferdekrankheit. Lasst uns doch jetzt gleich mal in die Geschichte reinhören. Was ist denn nun, Robert? Sind die Pferde erkältet? Tja, leichtes Fieber, dieser Nasenausfluss. Könnte sein. Könnte aber auch... Ja? Es könnte auch die Druse sein, Susanne. Oh nein! Was heißt könnte? Das kann man nur mit einer Laboruntersuchung feststellen. Ich muss von jedem Pferd im Stall Speichelabstriche machen. Hast du gehört, Amadeus? Tina, lass das besser. Was denn? Das Knuddeln mit den Pferden. Oh. Können sich Menschen auch anstecken? Nein, aber der Erreger ist höchst infektiös. Man kann die Krankheit auch indirekt übertragen. Über die Hände, die Kleidung. Oh nein. Was müssen wir jetzt tun, Robert? Gibt es bestimmte Quarantänevorschriften? Oder müssen wir das am Ende noch melden? Nein. Die Druse ist nicht meldepflichtig, aber ihr solltet im Stall zwei Bereiche schaffen. Für erkrankte und für nicht erkrankte Pferde. Verstehe. Und dann die Pferde mit den Krankheitszeichen isolieren. Richtig. Bisher sind das Max, Moritz, Pascal und Amadeus. Das heißt, Amadeus und Sabrina dürfen nicht mehr in Nachbarboxen stehen? So ist es. Aber das tun sie immer. Willst du, dass sich Sabrina auch infiziert, Baby? Nein! Sie werden das schon verstehen. Die Pferde spüren, dass wir ihnen helfen. Genau. Ihr müsst bitte äußerst sorgsam sein. Sonst bringt das alles nichts. Der Tierarzt gibt noch weitere Anweisungen. So muss bei jedem Pferd ohne Krankheitszeichen ab sofort täglich Fieber gemessen werden, um neue Krankheitsfälle schnell zu entdecken. Die erkrankten und nicht erkrankten Pferde sollten von verschiedenen Personen versorgt werden. Und alle die, die bei den kranken Tieren waren, müssen ihre Kleidung wechseln und die Hände desinfizieren. Nachdem sie die Boxen der erkrankten Pferde gesäubert und desinfiziert und den Stall in die zwei Bereiche getrennt haben, stehen die vier auf dem Hof beisammen und Robert Eichhorn gibt letzte Tipps. Futter, Wasser, Einstreu und Mist getrennt halten, das ist sehr wichtig. Am besten auch die Gerätschaften wie Mistgabeln und Eimer. Das machen wir, Robert. Und lass niemand Fremdes den isolierten Stallbereich betreten, auch keine anderen Pferde oder irgendwelche anderen Tiere. Nein, wir passen auf. So, und nun eine sehr wichtige Frage. Mit welchen Pferden außerhalb des Martinshofs hatten Amadeus, Pascal und die beiden Ponys zuletzt Kontakt? Wisst ihr das noch? Die Ponys und Pascal mit niemandem. Die waren immer nur hier. Aber wir waren vorgestern bei Herrn Janke. Da waren noch welche in der Schmiede, oder Tina? Ja, zwei Kaltblüter aus Rotenbrunnen, glaube ich. Wo waren wir denn noch? Sonst nirgends eigentlich. Du meine Güte, natürlich. Da, wo ihr immer seid. Jeden Tag. Auf dem Schloss? Tja. Das Offensichtlichste fällt einem meist nie ein. Gut, ich informiere den Grafen. Falco wird sich freuen. Sollen wir mitkommen? Nein, und wie auch. Der Martinshof steht bis auf Weiteres unter Quarantäne. Was soll das heißen? Nun, es kann bis zu 3 Tagen dauern, bis die Druse ausbricht. Ach so, das bedeutet ja... Absolutes Reitverbot, Susanne. Für alle Pferde. Was? Wir dürfen gar nicht reiten? Nicht mal mit Sabrina oder Nora oder Topsy? Aber die sind doch gesund. Sie sehen gesund aus, aber sie könnten bereits infiziert sein. Das Risiko ist einfach zu hoch. Oh nein. Robert hat recht. Mit der Druse ist nicht zu spaßen. Nicht auszudenken, wenn wir sie in der ganzen Gegend verbreiten. Und was ist dann mit den Ferienkindern? Reiterhofferien ganz ohne Pferde sind irgendwie blöd. Stimmt. Du meine Güte. Paul, Leon, Mika und Ella wissen noch nichts von diesen dramatischen Ereignissen, als sie kurze Zeit später in den Frühstücksraum kommen. Ich bin mal gespannt, wie sie reagieren, wenn Bibi und Tina ihnen davon erzählen. Ich reite voran und führe euch. Voranreiten? Du? Ja, klar. Du kannst mich ja einholen. Kein Problem. Schaffe ich auch locker. Oh, Leon, du Verräter. Mir egal, wer uns führt. Ich möchte nur auf keinen Fall ein Pony haben. Sondern was? Ein großes Pferd? Ja, genau. Leute, Ruhe.
wir müssen euch was... Bibi, darf ich eins der großen Pferde reiten? Ganz sicher nicht, Mika. Das ist zu gefährlich. Ach, im Moment sind alle Pferde gefährlich. Was? Was ist? Wieso gefährlich?